Wir sind da in Töging am Inn in Bayern. Hinter mir das alte Krafthaus, das seit ungefähr 100 Jahren in Betrieb ist und hat über 15 Turbinen ein Aluminiumwerk betrieben und die Umgebung mit Strom versorgt. Aufgrund der Bausubstanz ist ein Neubau nötig. Das neue Kraftwerk wird 2022 in Betrieb genommen, das nur mehr 3 Turbinen hat, aber trotzdem 25% mehr leisten und wird dann 200.000 Haushalte mit Strom versorgen. Derzeit errichtet man die Baugrundsicherung für das neue Kraftwerk. Von einem bestimmten Niveau heben wir diese Außengrube aus. Dann senken wir das Niveau ab. Mit dem Absenken brechen wir eigentlich einen Teil von dieser Wand wieder weg. Und dann von einem tieferen Niveau stellen wir die Bohrpfähle innerhalb dieser dichten Grube her. Und so haben wir eine Dichtfunktion und eine statische Funktion durch die Bohrpfähle. Und im tieferen Bereich haben wir einen Ringrost überlegt, womit wir die Baugrube sozusagen nach innen stützen. Von seitens Spezialtiefbau ist im Prinzip mehr oder weniger die gesamte Technik vertreten. Wir machen hier Bohrpfähle, Schlitzwände, Anker, Düsenstrahlverfahren, eine sehr, sehr umfangreiche Wasserhaltung. Zum Glück ist der Verbund sehr offen für unsere Ideen, da wir sowohl Bauzeit sparen als auch wirtschaftliches und funktionierendes Entwurf hervorbringen. Das alte Kraftwerk bleibt unberührt, das steht unter Denkmalschutz und ist gebaut worden von 1919 bis 1924, damals mit 7000 Arbeitern, die ohne großartige Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet haben, die hunderte tausend Kubikmeter Beton mit der Hand eingebaut haben. Bei uns schaut die Sache ein bisschen anders aus. Wir arbeiten momentan mit ca. 60 Leuten auf der Baustelle. Wesentlich mehr Sicherheitsmaßnahmen. Das ist eigentlich beeindruckend, was sie da haben.